Dann kommt doch mal zurück zu uns auf die Bühne, Jan und Sarah. Ein gutes Team, was du jetzt gleich auseinanderreißen musst. Ach, Tor, du bist echt wirklich ohne Shit. Ey, what is your problem? Ich habe ehrlich gesagt gar kein Problem. Weiß, dass es schwer wird. Es ist ganz klar, dass ich der Arsch bin. Das ist ja das, wirklich das Miese. Es ist brutal. Also die Sing-Offs sind eigentlich nicht machbar. Und an eurer Gruppe sieht man das mal wieder total. Also ich gebe keine Entscheidung ab. Ne? Ich drücke euch auf jeden Fall die Daumen. Ihr hättet es alle drei verdient, alle mal. Danke. Danke. Ja, Dankeschön. Also von Stefanie haben wir schon mal keine Entscheidung bekommen. Peter, gäbe es hier von dir ein klares Ticket fürs Halbfinale für einen der drei? Ich würde alle drei mitnehmen. Tja, okay. Marc, du willst doch deinem Freund hier vielleicht, also Ray meinte ich, vielleicht ein bisschen unter die Arme greifen. Vielleicht kriegt er von dir noch eine kleine Einschätzung? Erstmal, Ray ist nicht mein Freund, Ray ist mein Bruder. No. Mein älterer Bruder. Also, ihr seid wirklich eins dieser Teams, bei denen es keine Schwächen gibt. Und ich bin irgendwie bei Jan heute. Ich hab dich, glaube ich. Ja, Mann. Und ich fand das so souverän und so chefmäßig, wie du das da auf der Bühne gemacht hast. Ich finde, du hast es einfach fucking verdient, ins Halbfinale zu kommen. Danke, Marc. So. Habe ich noch eine klare Aussage jetzt für dich hier eingekämpft, Ray? Ja, nee, ich schätze das sehr auch, Bruder. Vielen Dank, auch wenn du junger und kleiner bist. Aber ich würde zu meiner Entscheidung kommen. Also, wer mich kennt und diese Show verfolgt hat, ich liebe halt, wenn jemand kommt und bereit ist, neue Dinge zu probieren und neue Dinge aufzunehmen. Und mit das Ziel, sich selber zu verbessern. Und ich meine, alle Namen, die hier schon mal waren, ob es Max Giesinger waren oder Michael Schulte oder Zoe Wies, die sind gekommen, die sind halt das genommen, was die gebraucht haben und sind in die Welt rausgegangen und haben einen riesen Erfolg geschafft. Und diese Show ist wirklich, es ist ein Leiter für jeder Musiker, der das Gefühl hat, ich will was Neues lernen und Dinge probieren und am Ende meinen Weg gehen. Und euch drei, ihr geht alle euren eigenen Weg, egal was passiert. Und derjenige, der weitergeht, ist derjenige, der einfach noch ein bisschen Weg zu gehen hat. Und das ist für mich Jan. Amazing. Your best performance. Be very proud. Is it okay? Yeah. You're amazing. Be very proud. Well done. Congratulations, brother. Luca, Sarah, komm zu mir. Ey, ihr habt auch noch einen großen Applaus verdient, weil was war das bitte für ein geiles Sing-Off, oder? Dankeschön. Und euch allen. Hat mich sehr gefreut, euch kennenzulernen. Sarah. Und Luca Maxim Fleiß. Ey, voll gut. Wir haben die ganze Zeit schon gesagt, ey, die Entscheidung muss irgendwann fallen. Ja. Und wir würden es allen gönnen. Wir haben uns voll auf die Folter gestellt. Ey, der Jan ist so ein lieber Kerl, der hat das Herz echt das am rechten Fleck. Also, wenn es einer verdient, dann wirklich Jan. Also, ja, let's go. Team Ray. Darf ich kurz was sagen? Ich wollte noch ganz kurz sagen, weil das, was man hier erlebt, ist mit nichts anderem vergleichbar. Ich kann mir vorstellen, dass es immer bestimmte Klischees gibt, wie das ist eine Fernsehshow oder keine Ahnung was. Aber das, was hier mit den Menschen entsteht, mit den Coaches, mit vor allem auch echt mit den anderen KandidatInnen, das ist unfassbar ergreifend und es ist eine unfassbar geile Zeit. Ich bin sehr, sehr dankbar, da noch weiter dabei sein zu dürfen. Danke. Es ist uns eine Ehre, wirklich für Leute wie dich hier eine Bühne zu bieten. Ihr macht die Show so groß, ist so. Und Danke. Wir freuen uns sehr auf dich im Halbfinale, Alter. Sehr krass, geil. Krass.
Eine Runde weiter, Mr. Jan Bleker. Dankeschön. Danke. Danke. Ich komme gerade nicht so richtig klar, das ist zu krass. Wir haben, wir alle drei. Die ganzen Leute. So verdient. Die beste Entscheidung. Wow. Da kriegt man eine Gänsehaut, ne? Ja, ich bin ganz Körper Gänsehaut gerade.